Weißt du, du kannst den spaßigsten Modus kreieren. Aber solange du Minen in die Map-Rotation reinmachst, hast du direkt verkackt. Oh mein Gott, guck mal hier. 65 km/h fährt das Ding zum Hügelberg hoch. Es ist so ein Joke, Alter. Es ist so ein Joke. Ich fahre mir 50 M entgegen. Ich knall da voll rein, Leute. Das war nicht smart. Da hinten stehen sie alle und warten auf mich. Egal, 300 Ram Damage. Okay, let's go. Alter, der ESM, ich sag euch, Leute, das macht am meisten Spaß, diese Mobilität. Dann diese dämliche Railgun noch dazu. Oh. Ich denke, da gibt's auch Leute mit richtig insanen Runden, ne? Ich sollte eigentlich jeden Weakspot treffen können, nicht? Never mind. Außer irgendeine Schürze beim R100 nicht. Eieieiei. Ich warte eigentlich nur, dass ich Anlauf nehmen kann und irgendwo einfach nur wie ein Bedepper da reinscheppern kann. Oh. Ja, natürlich Maus. Wow. Also, dass er da trifft, überrascht mich nicht, aber dass er da pennt, überrascht mich, ne? Hat er mal ganz kurz 400 Pen gerollt. Mit seiner 300 noch was. Nee, gerade so 300 Pen kann er machen. Ich kann ja nicht wegfahren, sonst pushen die Gegner einfach den Hügel hoch. Digga, wie man Weakspot snipen kann, ist unnormal. Obwohl, ich glaube, der Kran ist gerade nachgeladen. Dann fahre ich mal kurz hier hinten helfen. Oh, ES7 ist mein Lieblingspanzer in dem Modus, ganz ehrlich. Ey, es macht so Bock. R100, wie er da rumrammelt. R100 Jagdmediums. Eieieiei. So, können wir schon irgendwas wegscheppern gehen? Der VZ. Ja, den kann ich leider nicht wirklich wegscheppern gehen. Jetzt kommt da unten ein Badger. Ah, kann ich auch nicht wegscheppern gehen, ne? Eieiei. Es bockt so sehr, ganz ehrlich. Es bockt so sehr. Ob ich mir das ewig geben kann, weiß ich nicht. Aber jetzt krass. Für ein paar Runden. Es macht so viel Spaß. So, mal gucken, ob ich da hinten ein paar Pixel snipen kann. Sollte ja eigentlich super gehen, nicht? So. Okay, Panzerung nicht durchschlagen. Lohnt sich auf jeden Fall, 24-fachen Zoom anzumachen. Weil jetzt triffst du halt tatsächlich, wo du hin aimst, ne? Ja, es wird noch, wird noch. Leo rückt auf. Komm ich ran. Oh, eieieiei. Oh. 7K Damage. Du kannst jeden Pixel snipen. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Ja, Udis, deine Panzerung funktioniert nicht, du. Funktioniert schon. Okay, wartet. Wie mache ich denn das hier? Ach, dammit. Müsste ich im Pro-Mod umschalten. Never mind. Panzerung getroffen, aber auch nicht getroffen. Verstanden. Was wird denn das Fazit? Panzer ohne Weak Spots sind so krank in dem Modus, ne?
komplett weggescheppert, den Kollegen, du. Aber wirklich komplett weggescheppert, ne? Nice armor, bruh. Oh, komplett weggescheppert, ne? I'm loving it. I'm loving it. Der Modus ist wie für mich gemacht. Hey, lässt du mir die 10k Damage in meine Red Lace? Die hat den gemacht. Oh, wie geil, Mann, du. Damn. Es ist halt jetzt wirklich mehr skillbasiert, ne? Es klingt vielleicht bekloppt, aber es ist wirklich viel mehr skillbasiert. Ich meine, Weak Spots kommen jetzt natürlich auch tatsächlich viel stärker zum Tragen, weil so Panzer wie IS-7, der hat halt down kein Weak Spot. Da stehst du einfach da, ne? Aber sowas wie ein VZ, ne, oder alles andere, da snipest du die ganzen Pixel und da gehen die einfach raus, ne? Ja, du, das war ein Gejodel, ne? Hallo. Ich sehe euch alle. Krille, was geschieht? Oh! Das gesehen? Direkt beide Artis drauf. Wie ekelhaft war das denn bitte? Oh no. No, 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 no. Fühl dich jetzt gar nicht, TVP. Leider noch, damit. Okay, ich muss weg. Da kommt ein Chief flankiert. Gegen den machen wir tatsächlich nichts gegen den TVP, ne? Und der kann halt tatsächlich auch zugehen. Damn, was mache ich denn gegen den? Der hat sofort Proxy, ne? Okay, Füße stillhalten hinten. Ein bisschen driften, dabei. Oh, der FV, wie er direkt gelöscht wurde am Anfang, ne? Oh Gott, der arme Sau. TVP, glaube ich, der natzt hier einen nach dem anderen, ne? Mit seiner kranken Kanone. Ich fahr mal hin. Ja, ist das schon im Ballern oder irgendwas anderes ballert? Ach, ich bin offen. Durch den E4 da im Proxy-Spot. Obwohl. Er ist doch 445 Meter Proxy, oder nicht? Ja, der sieht mich auch. Vorhalten ist insane. Hey. Hey, er Camper da hinten. Come on. Die 7 aimt mich immer noch ab. Nice. Na, Sheridan? I'm fast as fuck, boy! Ich bin ihm einfach davon gefahren, der konnte seinen Turm nicht schnell genug rumdrehen. Wie krank ist das, bitte? Ich bin ihm einfach davon gefahren. Er konnte seinen Turm nicht mitdrehen. Hallo, Jungs. Wir spielen Fun-Modus, mitspielen. Beide Artis auf mir drauf. Gut, aber gekämpft wird halt immer noch Hardcore, ne? Dammit, ich will jemanden rammen, Leute. Oh, na, den Verbündeten wollte ich nicht rammen. Wie sie? Wir haben einen auf dem Hill. Seht ihr mal, wie sie Gegner sich anstauen, ne? Hill ist OP. Jetzt rennt die Badchat, Jungs! Jawohl, gut, sehr gut, sehr gut. Damit wir verlieren den Hügel dennoch. Badchat war's. Jawohl, minus.
Jetzt kommen sie ran hier, die Gegner, wie die Kranwagen hier durch die Gegend rammeln. Hey, bitte? Muss ich mir nochmal in Ruhe anhören gleich oder durchlesen? Ich weiß nicht, was du möchtest. Tja, Tundra, klasse Map da. Super. Hügel kann alles beschießen, ne? Klasse. Die haben dann einen Kran und einen Chieftain halt da und stehen am Hügel. Ja, da ist die Runde für uns eigentlich gelaufen, ne? Ich versuche den Ehrenhundert zu lasern da drüben. Nice, One-Shot-Maschine ist raus. Oh! Oh, bitte nicht! Okay. Das hat sich, glaube ich, anders vorgestellt. Badger ist eigentlich auch kein Ziel, was man zwingend rammen möchte, ne? Aber ey, für die Wissenschaft. Okay, 800 gegen 470. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Es ist wirklich Ego-Shooter hier. Ist das geil, Mann. Man muss so flink sein. Ich liebe es. Kannst halt also auch aus der Fahrt so Trackshots und so gezielt machen jetzt, ne? Wahnsinn. Don't do it. Don't do it. Auto-Aim ist auf jeden Fall mein Freund in diesem Modus, ne? So, jetzt fahren wir endlich zum Hügel, aber von der anderen Seite. Ist auch egal. Ah, was ein Bullshit. Digga, Rando. Du auch nochmal? Jawohl. Schöne Runde, du. Das war spicy, ey. Das war eine richtig schöne spicy Runde, du. Okay, 50M ist nicht verkehrt. Ich bleibe aber bei meiner Aussage, IS-7 ist in dem Modus der bessere E50M. Der lädt natürlich ein bisschen länger, aber wenn du was rammst, das tut noch ein bisschen mehr weh als beim E50M. Ah, jetzt geht er zu. Damit. Vielleicht sollte ich mit unserem Team da drüben mitfahren. Die sind gerade am Vorwärtsgauen, am Pushen. Great. Bist permanent gespottet. Weiß nicht, ob sich der Typ jetzt so fragt. Wie sieht er mich? Wie wusste er, dass ich hier bin? Noch nicht ganz leben hier von der Position. Jetzt pusht er da drüben. ISM kommt. Was? Jetzt hat zum Beispiel so ein bisschen was von Counter-Strike, ne? Einfach schneller sein als der Gegner. Besseres Aiming, besseres Movement. Ich mag das. Das hat wirklich RNG auf ein absolutes Minimum reduziert. Das ist super.
landet da wahrscheinlich seinen neuen Panzer, wa? Mit wenig Erfolg. So, Leute, hier müssen wir jetzt einen Aufruhr gehen. Ich schieße auch nicht drauf. Oh mein Gott, E75 TS ist ja OP, wenn es ums RAM geht. Ich habe 99 Schaden genommen und 427 verursacht. Wow. Das ist nicht wenig, ne? Why the fuck stehen die da hinten auf dem Feld so lost rum, die Gegner? Oh mein Gott, okay, 75er ist saugeil. Saugeil, die Kiste. Achtung, jetzt bin ich gespannt. Kirovets ist nicht ganz so schwer, aber hat, glaube ich, die bessere Frontpanzerung. Mal schauen, wie viel ich machen kann. Digga, das Ding ist doch komplett insane! Was ist das für ein Bulldozer, der E75 TS? Was ist das für ein Bulldozer, bitte? Alter! Alright! Vor allem, er ist so viel besser als andere Heavys, weil er mobil ist. Man kann mit den 45 km/h noch sehr gut lenken. Einen KV-5 mit der, bei dem Speed, bei der Geschwindigkeit, das ist ein Boot. Aber E75, der tänzelt. Boah. Vor allem auch völlig lächerlich, wie viel Damage ich dafür erhalten habe, ne? Von dem, den Bisonte für 400 gerammt, irgendwie 100 erhalten und den anderen jetzt gerammt für 700 und 200 erhalten. Das ist ja krank, Alter. Finally balanced battles. Weißt du was, ich fahr zum Hügel. Kann man schön die Mitte snipern, oder? Oh, wunderhübsch. Mein Fahrwerk nicht mal beschädigt, ne? Geil, Mann. Ja, ich habe tatsächlich gar keine Mikrowelle. So, die ganzen TDs hinten in der Ecke, ist so lustig, ne? Die stehen halt jetzt noch weiter hinten. Weil sie alle gespottet sind. Oder sonst gespottet werden. So, ich kann ja gut halt down spielen, ne? Zack, Schiller sitzt. Nee, das snipet mich natürlich auch. Das heißt, ich muss einfach schnell sein. 430, du bist permanent gespottet, wie du da oben stehst, ne? Are you a plane? Yes. Geil. Ich find's cool, dass die Leute das so annehmen, dass es ein Fun-Modus ist und halt auch Späße machen. Und einfach jodeln und Scheiße machen. Und ist doch genau diese Gelassenheit, mal was mit Humor nehmen zu können, was in World of Tanks echt viel zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Vielleicht ist das auch einfach die Antwort auf die toxische Meta aktuell. Oder das toxische Verhalten vieler Leute. Wow! Ich konnte gar nichts machen. Die Karre hat sich einfach gedreht. Oh, ist das ein Spaß mit dieser Derp Gun. What the fuck? I'm loving it. A4 geiert auf mich da hinten. Der V wollte wegrennen. Der könnte hier durchballern, nicht? Den mache ich. Im Blick leider. Ich warte immer noch auf die 121. Oh, Kranseite. 933. Es ist zu geil. Naja, E4, ich werde mich hier nicht wegbewegen hinter meinem Haus.
Ja, ja, Kran. Ja, ja, mach Pro. Mach bloß, komm. Scheiße, jetzt hat mir die Deckung weggeschossen. Das war smart tatsächlich. E4 guckt nicht. Weg her. Ich denke, wir gehen hier gleich rein, Leute. Und wenn ich meine, ich gehe hier rein, dann gehe ich da rein mit Style. Ich zeige euch, was ich meine. Wie die Karren driften, du. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ah, der Karrenwagen ist immer noch mad auf mich. Digga, die Karre driftet ununterbrochen! Kran, guck mal bitte in die andere Richtung. VZ eben auch auf mich. Nicht getroffen, okay. So, 277 ist mein nächstes Opfer. Ah, scheiße, er sieht nicht kommen, ne? Der hat kurz in meine Richtung gelugt. Ich glaube, ich muss weg hier, ne? Oh ja, ich muss komplett weg hier. Den gilt's einfach nur zu dodgen. Obwohl... Action-Movie hier, Alter. Ist noch nicht gewohnt, das Ding. Jetzt geht's los, jetzt wird's spannend. Ich fahre in zwei Linien durch. Na, auch wenn ich gespottet bin, mich kann da niemand treffen. Macht leider niemand von unserem Team. Gemacht. Ja, Kranwagen ist weggefahren, geht deswegen drauf, super. Die Beschleunigung ist mad von diesen leichten Panzern, ne? Das ist krank, wie schnell diese Kisten beschleunigen. Absolut krank. Beautiful. Ah, geil. So geil, Mann. Warum habe ich damit so viel Spaß, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Warum habe ich damit so viel Spaß? Es ist absolut braindead, dieses Rumgejodel. Warum macht das so viel Spaß? Ich dachte schon, ich hätte den gemacht. Abwechslung, ja, wahrscheinlich, ne? Wo sind meine FVs? Da ist mein FV. Hallo. Du gehst auf mit einem FV 5 Sekunden später. 900er Artischelle. Oh, das ist der nächste. Let's go. 8 Sekunden. Ich sehe dich. Ich sehe dich, mein Gutster. Ah, schlecht Game von mir. Eieiei. Das ist absurd mit der Art, wirklich. Komplett absurd. Ich baller halt auch auf nichts anderes außer diesen FVs hier, ne? Dieser M-Modus triggert mich schon ein bisschen, ne? Achso, gut, das war ein FV-405 von unserem Team. Was ist da im Weg? Manche haben Spaß und manche sind einfach nur unterwegs, um anderen den Spaß zu verderben. Next. Next. Okay, 900 Meter, das ist tatsächlich ein Stück. Aber falls es stehen bleibt... Ah!
Nein! Ah, als ob er es gewusst hätte. Gut. So, ich glaube, ich muss jetzt mal tatsächlich auf ein bisschen was anderes schießen, ne? Obwohl, er steht da jetzt so schön. Ich bleib mal kurz drauf. Oh, ich bin gleich im Spot, sehe ich gerade. Gleich gespottet. Bitte bleibt er jetzt kurz stehen und aime, komm. Ja. Es ist so bekloppt, wie man die wegsnipen kann, ey. Es ist so bekloppt, wie man alles wegsnipen kann, wirklich. Das ist der nächste. Okay, tatsächlich nicht. Ich verleg mal auf die andere Seite, weil da habe ich Schussfeld auf die Heavys da drüben nicht. Und die? Ja. Naja, nicht auch nicht. Ich fahr trotzdem mal rüber. Oh, scheiße, hier kommt ein Gegner reingepusht. Okay, wie gewinnen wir das jetzt? Ich glaube, indem ich den da drüben erstmal mit AP wegschneibe. Ja, habe ich hier kein Schussfeld. Bin offen, ist aber erstmal kein Problem, glaube ich. So. Lordblade. Oh, mein Schuss ist unter ihm eingeschlagen. Ne? Unten drunter. Damit. So, ein zweites Mal passiert das nicht, mein lieber WZ. Dammit. Ah, hab ich die Heavys da drüben geproxy-spottet. Oh, der Superkong pusht sich jetzt erst. Da muss ich schauen, dass ich da drauf halte. Ich sollte rankommen. Nee? Ah, Mist, der Hügel vor mir ist zu hoch, ne? Ah, der Hügel ist zu hoch. Ja. Tatsächlich. Nein. Oh, hallo. Nein. 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 Kommt die AP geflogen, schmatzt sich nieder in meinen Schoß. 500 Damage im Schnabel von der Arti, einen Gruß. Es ist so krank mit der Arti, aber ich liebe es. Es ist so krank. So, guck mal, das entwickelt sich tatsächlich zu einer einigermaßen... zu einer Runde zumindest, ne? So, im Sturzfang muss ich sicher gehen, dass ich oben treffe, ne? Sonst pralle ich ab. Oder riskieren einen Bounce zumindest. Was? Oh, ich habe ihn da getroffen, ne? Der Winkel war zu steil, aber dennoch, warum... 180 mm, da overmatche ich doch alles an dem Stritzwagen. Oder wie funktioniert das? Es ist doch egal, wo ich den Stritz treffe, da ist doch alles nur ein Overmatch. Oder nicht? Damage, ich komme da nicht ran. Er wird jetzt wegfahren, wa? Oh, schön langsam im Siege-Mode, das freut mich. Als ob. Als ob du mich gerade gebaitet hast mit deiner Käsereibe da drüben. Nee. Hat er gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. Ich nehme das Objekt jetzt mit meiner letzten HE gleich raus. Umladen.
Okay, unser Kran hat noch ein paar HP. Jetzt muss ich ein bisschen mitdenken, ne? Wie komme ich denn hier am besten ran? Wie kann ich mich am besten integrieren hier in diese Runde? Wir haben nur noch den Kran hinter mir. Und ich kann hier nicht reinballern. Doch, jetzt. Und wer hat mich jetzt geproxy-spottet? Oh, 445 Meter. Ja, gut, ist der 60 DP gewesen. Muss er gewesen sein. Logo. Nicht getroffen, den S-Konk. What? Schade, Mann. Okay, als erstes den Stritzer. Stritzer, nur zu deiner Information. In dem Duell ziehst du den kürzeren. Never mind. Nein! Nein! Ihn immerhin da mitgenommen. Na gut. Ah, schade, Mann. Okay, also hier stehen kann man gar nicht. Mit jeder anderen AT kann man da wahrscheinlich drüber schießen Richtung Heavies, aber das 261 hat einen zu flachen Schusswinkel. Gerade mit der AP, mit einer HE hätte ich vielleicht drüber schießen können. Damn it!